Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Lecture in Film. Es geht wie immer unter dem Thema Easier Than Painting, die Filme von Andy Warhol. Und das ist jetzt heute der letzte Vortrag in diesem ersten Semester. Es wird noch ein komplettes Semester weitergehen. Also wir haben sowas wie Halbzeit, wenn man es so benennen möchte. Und ja, kurz vor der Halbzeit gibt es jetzt nochmal ein echtes Highlight. Ich weiß, ich sage das immer wieder und das ist normalerweise auch was, wo man sagt, ja, warum denn jetzt heute schon wieder? Das heute ist wirklich was Besonderes, denn das ist, ich kann das erklären, es ist eine Doppelprojektion, die wir heute zeigen und eine ganz besondere noch dazu, weil es ist die erste Doppelprojektion, die Andy Warhol selbst angefertigt hat und zudem auch die erste, die wir hier im Filmmuseum nach dem Umbau wieder aufführen dürfen. Das ist eine große Leistung, weil wir normalerweise gar nicht das Equipment dafür haben. Wir haben also zwei mobile 16mm Projektoren hier aufgestellt im Vorführraum, die stehen da jetzt zusätzlich und ja, zwei Vorführer haben den ganzen Tag daran rumgefeilt, dass da nämlich nicht nur Bild rauskommt, was dann gleich so eine Art Cinemascope-Effekt erzeugen wird, sondern dass da auch Ton rauskommt. Denn das ist auch nicht so einfach und so üblich. Aus beiden Rollen kommt quasi ein Ton, den Sie dann auch jeweils über die Lautsprecher hören. Und deswegen schon mal einen herzlichen Applaus für unsere Vorführer, Pramila Cinciana und Michael Besser. Danke. Ja, zu verdanken haben wir das Juliane Rebentisch, dass sie diesen Film ausgewählt hat. Gleich wird Regine Prange die Ehre haben, sie nochmal vorzustellen. Ich möchte gerne derweil noch darauf hinweisen, wir haben auch wieder ein Begleitprogramm zu unserer Reihe, das den Begriff des Popkinos in allen seinen Facetten ein bisschen erläutern will. Und das sind ein paar ganz schöne Filme jetzt in den nächsten Wochen dabei. Wir zeigen ja immer samstags und mittwochs um 18 Uhr diese Filme. Das ist zunächst jetzt direkt übermorgen Painter's Painting, The New York Art Scene von 1940 bis 1970 von Imal D'Antonio. Das ist sehr zu empfehlen. Alle Kunstbegeisterten und New York-Fans, da sind wirklich alle großen Stars jener Zeit dabei und zu sehen in diesem Dokumentarfilm. Der Regisseur hatte die alle gekannt und persönlich dann auch vor die Linse bekommen. Das lohnt sich sehr. Danach zeigen wir Blow Up von Antonioni und zum Abschluss dann noch von Michel Gondry, Be Kind, Rewind. Ja, und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als eine gute Projektion, die nachher erst kommt, und das Wort abzugeben an Regine Prange. Viel Spaß. Ja, es ist mir eine große Freude, heute Juliane Rebentisch begrüßen zu dürfen. Juliane Rebentisch, ein bekannter Name und ja, es ist nicht nötig, dich hier vorzustellen, aber natürlich möchte ich ein paar Worte verlieren, doch zu der Biografie und dem ja sehr beeindruckenden Oeuvre, das du vorgelegt hast in Form von Büchern und zahlreichen Essays. Ich möchte da ein paar Sachen schon nennen. Juliane Rebentisch hat in Berlin an der FU studiert, und zwar Philosophie und Germanistik, und sie hat sich 2002 in Potsdam promoviert und ist habilitiert worden 2010 hier in Frankfurt am Philosophischen Institut, hat die Venia Legendi für Philosophie und den Schwerpunkt Ästhetik. Ja, sie ist auch mit der Goethe-Universität in vielfacher Weise verknüpft, nicht nur für das Fach Philosophie, sondern auch in der Kunstgeschichte. Dürfen wir uns zum Beispiel freuen auf einen Termin am kommenden Montagabend, den ich gleich ankündigen darf, gibt es ein Gespräch mit Studierenden der HFG Offenbach, wo du Professorin bist für Philosophie und Ästhetik seit 2011. Und ja, da kann ich schon mal darauf hinweisen, Montagabend, also im Zusammenhang mit einer künstlerischen Arbeit, die dort entstanden ist. Es gibt auch eine Verflochtenheit mit der Kunstgeschichte, zum Beispiel im Bereich der Curatorial Studies, wo Juliane Rebentisch involviert ist. Und ja, ich komme vielleicht zu einem Versuch einer Beschreibung des Arbeitsbereiches, der ja durch eine, ja vielleicht schlagwortartig bestimmt werden kann, dadurch, dass du Ästhetik auch als gesellschaftliche Praxis oder eben den Status von Ästhetik oder dem Ästhetischen in der Gesellschaft bestimmst und dies durch eine doppelte Bewegung erfasst, nämlich einmal die Entgrenzung des Ästhetischen in die Lebenswelt und umgekehrt die Ästhetisierung der Lebenswelt. Also es ist hier gefragt, vor allem
wird ein kritisches Augenmerk auf die kulturkritisch sich verstehende Klage über eine Ästhetisierung des Ästhetischen und des Politischen geführt, etwa die Klage, dass die Oberflächen des spektakulären Events an die Stelle genuin politischen Handelns getreten seien, dass eine individualistische ästhetische Praxis ethische Maßstäbe verdrängt hätten. In diesem Zusammenhang geht es um die grundsätzliche, für die moderne und zeitgenössische Kunst so wichtige Fragestellung, ob und wie zwischen dem Ästhetischen und Nicht-Ästhetischen unterschieden werden kann, wie sich das Verhältnis von Kunst und Nicht-Kunst denken lässt. Ja, auch ein für Warhol ganz wesentlicher Problemkontext, also auch der letztlich das Verhältnis von Dokumentarischem und Ästhetischem ja mit Fiktionalem mit berührt. Ja, um vielleicht auf die Publikation ein wenig zu sprechen zu kommen. Ihren Ruhm hat Juliane Rebentisch mit dem uns allen bekannten Band Ästhetik der Installation begründet, das auch in englischer Sprache vorliegt. Das ist eine philosophische Ästhetik dieser für die zeitgenössische Kunst dominanten Kunstgattung. Und Juliane Rebentisch diskutiert hier mit Bezug auf Derrida, Adorno, Michael Fried, Stanley Cavell, die dieser Gattung implizite Kritik der Kategorie des Kunstwerks. Juliane Rebentisch wendet sich hierbei sowohl gegen die modernistische ebenso wie die postmodernistische Theorie, indem sie durchaus diesen Werkbegriff in kritischer Reflexion aufrecht erhält. Und in diesem Buch wird auch die kinematografische Installation berührt und behandelt, und insofern stellt dieses Buch auch eine Auseinandersetzung mit dem Medium Film im Rahmen der zeitgenössischen Kunst dar. Für unseren Zusammenhang ist vielleicht eine Buchpublikation, ein Sammelband von 2006 ganz interessant, den ich hier zitieren will, mit dem Titel Golden Years, Materialien und Positionen zur queeren Subkultur und Avantgarde zwischen 1959 und 1974, der von Dietrich Dietrichsen, der hier ja auch sprechen wird, Christine Friesingelli, Christoph Gurk, Matthias Hase und Juliane Rebentisch herausgegeben worden ist. Wie gesagt, 2006, da steht auch einiges über Warhol drin. Es ist ein Text übersetzt worden, auch von Douglas Crimp, von Juliane Rebentisch. Und für uns natürlich sehr interessant, also zur Lektüre bestimmt sehr empfohlen hier in diesem Kontext. Und überhaupt 2011 hat sie den Sammelband mit Christoph Menke herausgegeben zum Thema Kreation und Depression, Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus, woraus ja deutlich wird, diese Anstrengung, das Ästhetische im gesellschaftlichen Kontext zu thematisieren. Es geht hier vor allem um die Obsoletheit, die Fragwürdigkeit ästhetischer Begründungen von individueller Freiheit, wie sie in der Romantik nun gestiftet worden sind. 2012 ist dann die Habil-Schrift veröffentlicht worden mit dem Titel Die Kunst der Freiheit, die auf dieses Thema auch Bezug nimmt, zur Dialektik demokratischer Existenz. 2013 dann für uns Kunsthistoriker natürlich unerlässliche Lektüre, die wir alle rezipieren werden, das Buch Theorien der Gegenwartskunst zur Einführung. Jetzt gibt es nicht nur zahlreiche Buchpublikationen, sondern auch eine unglaubliche, also wirklich beeindruckende Anzahl von Essays und Aufsätzen zu den verschiedensten interessanten Themen. Also die Breite der inhaltlichen Gegenstände ist sehr, sehr eindrucksvoll. Und es geht hier also um die schon in den Büchern genannten Themen. Es geht immer wieder um ästhetische Erfahrung. Es geht zum Beispiel jetzt auf unser Thema bezogen um die Gattung der Filmbiografie und ihre Dekonstruktion in einem Aufsatz. Sie hat sich auch mit Künstlern beschäftigt wie Dan Flavin oder Isa Genskin. Sie hat sich mit Camp mehrfach auseinandergesetzt, zum Beispiel in dem Text über eine materialistische Seite von Camp, Naturgeschichte bei Jack Smith, erschienen in der Zeitschrift für Medienwissenschaft 2013.
Ja, was kann ich noch? Also zu Kino gibt es zum Beispiel, ich greife hier nur einzelne Texte raus, der Text Innere Bewegung in dem Band Kino wie noch nie, herausgegeben von Antje Ehmann, Harun Faruqi, 2006 erschienen. Und auch für unsere Periode die antiobjektivistische Wende Kunst nach 1960 in dem Band Werke im Wandel, zeitgenössische Kunst zwischen Werk und Wirkung, herausgegeben von Lars Brunk 2005. Und eben auch, finde ich interessant jetzt für unsere Thematik, das dokumentarische und das ästhetische Bild in dem Band Chile International, Kunst, Existenz, Multitude, herausgegeben von Andreas Fanizadeh, Eva Christina Meyer in Berlin 2005. Ja, damit mache ich mal einen Punkt. Ich könnte jetzt endlos fortfahren und wir freuen uns alle sehr auf deinen Vortrag, den wir jetzt hören. Ja, schönen Dank, Regine Prange, für diese ausführlichste und überaus reizende Einführung. Ja, es stimmt nicht, dass ich den Film ausgewählt habe, sondern das hat Marc Siegel für mich gemacht, der mir die Hausaufgabe gegeben hat, mich zu diesem Film zu äußern. Und ich hoffe, ich habe sie irgendwie erledigt, die Hausaufgabe. Sie ist auch erst vor ein paar Stunden fertig geworden, muss ich gestehen. Also, im Januar 1965 lernt der damals 36-jährige Andy Warhol die 21-jährige Edie Sedgwick kennen und macht aus ihr für den Rest des Jahres eine Art weibliches Alter Ego, die Queen der Factory, den Superstar seiner Filme. Nach einem ersten kleinen, eher zufälligen Auftritt in Warhols Film Horse folgen in der Zeit zwischen März und Dezember 1965 nicht weniger als 15 Filme mit Edie Sedgwick. Edie wird in diesem Jahr 1965 zum gefeierten It-Girl und zum Gesicht einer bestimmten Phase im Werk von Andy Warhol, einer Phase, in der dieser sich vor allem dem Film zuzuwenden schien. Sehen Sie dazu einen kleinen Ausschnitt aus einem TV-Auftritt von Edie Sedgwick und Andy Warhol im Oktober 1965, der natürlich von mir lediglich auf YouTube aufgefunden wurde und entsprechende Qualität hat. What is Art Anyway? 1965. Warhols Produktionen aus diesem Jahr sind in dieser Hinsicht natürlich äußerst bedeutsam. Allerdings, wie wir noch genauer sehen werden, weniger deshalb, weil Warhol tatsächlich aufgehört hätte zu malen. Das hat er schon aus ökonomischen Gründen nicht. De facto finanzierte er viele seiner Filme durch den Verkauf seiner Malerei. Dennoch ist die filmische Produktion dieser Zeit unbestreitbar enorm. Zwischen 1963 und 1966 entstehen allein nahezu 500, Mark hat mir gesagt, wie viel waren es, 472 Screentests und zahllose weitere Filme. Allerdings hat dieses Interesse nie gegenüber den anderen Aktivitäten sich vollständig verselbstständigt. Ronald Tavell zufolge, der für einige von Warhols Filmen, etwa für The Life of Juanita Castro, Horse und Vinyl, Drehbücher schrieb, war Hollywood in jenem Jahr mit Edie, also 1965, angeblich ein Traum von Warhol gewesen. Und zwar ein Traum, dessen Realisierungsmöglichkeit Warhol nicht zuletzt mit dem öffentlichen Hype um seinen Superstar verbunden habe. Nun, sollte dies stimmen, wäre dies einer der wenigen professionell ambitionierten Träume von Warhol gewesen, die unerfüllt bleiben sollten. Seine Filme blieben underground und die Produktionseinheit Sedgwick Warhol zerbrach endgültig bereits im Februar 1966. Tatsächlich begann es bereits im Sommer 1965 zwischen den beiden zu kriseln. Der öffentliche Ruhm als Pop-Paar, der, wie wir eben gesehen haben, im Oktober seinen Höhepunkt fand, fiel ironischerweise bereits in eine Phase der Entfremdung der beiden voneinander. Warhol wandte sich wenig später, nämlich bereits zu Beginn des Jahres 1966, einer neuen Muse, Nico, und einer dezidiert von multimedialen Experimenten gekennzeichneten Werkphase zu, in der er mit den Velvet Underground kooperierte, unter anderem für die von ihm unter dem Titel, mit dem super spitzenmäßigen Titel, finde ich immer wieder, Exploding Plastic Inevitable, organisierten Multimedia-Happenings, bei denen auch Screentests, jetzt und andere Filmarbeiten von Warhol Verwendung fanden, darunter auch Outer and Inner Space. Das Bild zeigt
wahrscheinlich ein Screentest von Nico projiziert auf die performende Nico. Warhols postkinematografischer Impuls, den Film häufig auch in Mehrfachprojektionen auf Musik, Performance und Raum treffen zu lassen, bereitet sie jedoch schon früher vor. So betrat Warhol bereits im Jahr zuvor mit Outer and Inner Space postkinematografisches Terrain. Die Distribution der Arbeit erfolgte zwar über zwei normale Filmrollen, aber gezeigt werden sie als Doppelprojektion, wobei die zwei nebeneinander projizierten Filmrollen jeweils Edie Sedgwick vor ihrem eigenen Videobild zeigen, sodass wir auf vier paarweise inszenierte Sedgwicks blicken. Es folgen noch schon ein bisschen bessere Bilder qualitätsmäßig, aber hier geht es mir um eine Aufnahme, die, wenn Sie so wollen, zumindest ansatzweise das kinematografische Dispositiv mit einfängt, das dann beginnt hervorzutreten, wenn ihm, also dem üblichen Zusammenhang zwischen technischer Apparatur und Struktur des Aufführungsraums Kino, die Selbstverständlichkeit entzogen wird und sei es nur durch eine Verdopplung der Projektion. Nicht zufällig spricht der Filmkritiker Jim Hoberman von Outer and Inner Space bereits als einer, ich zitiere, Dual Screen Video Based Film Installation. Insofern bereitet Outer and Inner Space den Weg für weitere von Warhol inszenierte Grenzgänge des Films, die dann mit Exploding Plastic Inevitable das Kino verlassen sollten. Das proto-installative Setting von Outer and Inner Space bleibt auch für die weitere Konzeption seiner filmischen Produktionen aber bestimmend. Die Filmhistorikerin Kelly Angel hat darauf hingewiesen, dass Warhol nach Outer and Inner Space fast jede filmische Arbeit in der einen oder anderen Weise als Mehrfachprojektion konzipierte. So wurde Lupe, der letzte Film, den Warhol mit Sedgwick machte, als eine Doppelprojektion veröffentlicht. Das gleiche gilt für Warhols bekannte Chelsea Girls. Hier rechts mit einem Close-up von Mary Boronoff. Zugleich aber, und darin nimmt Outer and Inner Space eine Ausnahmestellung ein, arbeitet Warhol hier auch noch mit der damals ganz neuen bildgebenden Technologie Video und reflektiert diese in der älteren des Films. Am 30. Juli 1965 nämlich wird eine Videoausrüstung der Firma Norelco in die Factory geliefert. Norelco hatte Warhol das Equipment für ein paar Monate zum Spielen überlassen. Der Deal war, dass Warhol es im Gegenzug seinen reichen Freunden zeigen sollte. So beschreibt er es in Pop-Pissen. Die Ausrüstung kostete damals einen stattlichen Preis, nämlich um die $5.000 immerhin, um diese reichen Freunde eben zu animieren, sich selbst eine solche Ausrüstung zuzulegen. Zu diesem Zwecke veranstaltete man damals schon eine spektakuläre PR-Party auf stillgelegten Schienen unterhalb des Waldorf Astoria in New York. Nachdem Warhol auf der Party die Ergebnisse seiner Experimente mit der Norelco gezeigt hatte, wurde das Equipment wieder abgeholt. Die Technik dieser frühen Ausstattung ist inzwischen natürlich hoffnungslos veraltet, sodass die Bänder, die Warhol in jenem Sommer produzierte, nicht mehr abspielbar sind. Outer and Inner Space ist daher schon allein als Dokument von Warhols ersten Experimenten mit Video wertvoll. Damals berichtet Warhol im Popism, ich zitiere die deutsche Übersetzung, sah ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Home-Recording-Ausrüstung und etwas Vergleichbares habe ich nie wieder gesehen. Tragbar war sie nicht. Sie stand einfach da auf einem langen Stiel, hatte einen insektenartigen Kopf, man saß an einem Schaltpult und die Kamera steuerte sich selbstständig wie eine Schlange, schwenkte herum wie eine Schreibtischlampe. Ein toller Anblick. Zitat Ende. In jenem Sommer drehen die Filmemacher Juan Drago und Bruce Talbot eine kleine Dokumentation über die Factory, die ex post auch als eine Art Making-of derjenigen Videotapes Bedeutung erlangt hat, die zum Ausgangspunkt für Outer and Inner Space werden sollten. Super Artist, 1967, so der Titel eben der Dokumentation, zeigt Warhol als einen erstaunlich tatkräftigen und praktisch veranlagten Künstler, der selbst mit der neuen Technik hantiert. Die Möglichkeiten der röhrenförmigen weißen Kamera testet, aber auch Mikrofone ausrichtet und das Licht auf sein Sujet, also auf Edie, setzt. Hier noch ein offizielles, irgendwie sieht jedenfalls so offiziell aus, und schärferes Bild der beiden mit dem neuen Spielzeug der Norelco. Die neue Technologie faszinierte Warhol vor allem aufgrund der Möglichkeit, das aufgenommene Material
unmittelbar abspielen und anschauen zu können. Eben dies nämlich ermöglichte es ihm, ein bewegtes Doppelporträt von Edie anzufertigen, indem er sie vor ihr eigenes Videobild platzierte und erneut aufnahm. Das Potenzial, mittels des neuen Mediums das bewegte Bild seines Sujets zu multiplizieren, hat ihn, wie Kelly Angel spekuliert, womöglich dazu inspiriert, in Outer and Inner Space die Rasterstruktur wieder aufzunehmen, die wir von seinen berühmten Siebdruckbildern von Marilyn und all den anderen Persönlichkeiten her kennen. Das Format des Diptychons, das sich durch die Konstellation von Edie mit ihrem Videobild ergab und mit dem er sich auch in einigen seiner Siebdrucke, so etwa 1965 in diesem von Jackie Kennedy, auseinandersetzte, mag ihn überdies auf die Idee gebracht haben, die Anordnung noch einmal zu wiederholen und dadurch in Richtung Serialität zu radikalisieren. Es wäre in diesem durch die Möglichkeiten der Videotechnologie moderierten Fall, also die Malerei mit ihrem Prinzip der Gleichzeitigkeit und des Nebeneinanders von Elementen, die die filmische Produktion inspiriert und in neue Richtungen lenkt. Tatsächlich sollte das Verhältnis von Malerei und Film bei Warhol aber überhaupt nicht als eines der Ersetzungen oder Ablösungen missverstanden werden. Vielmehr haben wir es hier mit einer wechselseitigen Bezugnahme und Reflexion zu tun. Vielmehr haben wir es hier, zu verdanken sich die formal strikten Anordnungen der Screentests sicher auch der malerischen Auseinandersetzung mit dem Format des Porträts. Umgekehrt, darauf wurde im Exposé zu dieser Vortrags- und Filmreihe hingewiesen, steht aber Warhols Malerei selbst bereits zweifellos unter dem Eindruck des Films. Das zeigt sich ganz offensichtlich auf der Ebene seiner Sujets an seinem Interesse für die Filmstars und zuweilen auch für ihre großen Rollen, wie hier die der Kleopatra mit Liz Taylor. Und auf der Ebene der Darstellung ist es natürlich das Prinzip der Reproduzierbarkeit, durch das sich der Siebdruck dem Film assoziiert und das Warhol besonders durch die Bilderfindung der, wie Michael Lüthi sie genannt hat, innerbildlichen Serialität eigens hervortreibt. Allerdings geht es hier weniger darum, dem Film in einer ihm gegenüber medial rückständigen Kunst nachzueifern, denn darum, den Film in jedem anderen Medium sich reflektieren zu lassen. Um dieses Potenzial der Malerei deutlich zu machen, mag es erneut hilfreich sein, in die Beziehung zwischen Malerei und Film kurzzeitig ein elektronisches Drittes, in diesem Fall das Fernsehen, hineinfunken zu lassen. Nicht zufällig lautet das englische Wort für das zur Herstellung der Siebdrucke verwendete Sieb Screen, wie die Kinoleinwand, aber eben auch wie der Fernsehbildschirm. Warhols formale und inhaltliche Anleihen bei den Massenmedien beschränken sich nicht auf die Printmedien, denen Warhol die meisten Vorlagen für seine Siebdrucke entnimmt. Auch der Fernseher scheint mit seinem alle Bildinhalte neutral in sich aufnehmenden Format viele von Warhols malerischen Arbeiten zu inspirieren. So erinnert das Querformat der einzelnen Elemente in vielen seiner Disaster Paintings durchaus an Fernsehmonitore. Hier ein Exemplar der Serie in, man möchte natürlich fast sagen, Monitorblau. Und hier noch ein Bild, das Warhol Lavender Disaster nennt. Mehr noch vielleicht als das Format und die Farbe, die die in Schwarz-Weiß gehaltenen Bildmotive von innen zu erleuchten scheint, erzeugt die Unregelmäßigkeit der siebgedruckten Reproduktionen eine Resonanz zwischen Leinwand und Fernsehmonitor. Unter unserem Blick beginnen sie nämlich gleichsam wie dieser zu flimmern. Über die Dynamik, die innerbildlich durch die Unterschiede zwischen den einzelnen Elementen entsteht, die das Motiv einmal heller, einmal dunkler, einmal nuanciert, dann wieder grob reproduzieren, sodass es mal in figurativer Tiefenschärfe hervortritt, ein andermal sich jedoch wieder in flächige Abstraktion zurücknimmt, wäre vieles zu sagen natürlich. Unter anderem dies, dass diese Dynamik den Effekt hat, dass noch die realitätsgesättigsten Bilder, wie eben Bilder von Verkehrsunfällen oder dem elektrischen Stuhl, in gewisser Weise rätselhaft, unbestimmt werden, zu Gegenständen, die allererst noch zu interpretieren sind. Warhols Siebdrucke sabotieren die Bedeutungsfunktion der Vorlagen, unterlaufen ihre Lesbarkeit, um uns stattdessen auf die Logik der Repräsentation selbst, ihre Formate und Medien zurückzuverweisen.
In dieser Hinsicht kann Warhol sich als einer der Väter der sogenannten Pictures Generation gelten, jener Ende der 1970er Jahre auftretenden Generation von Künstlerinnen und Künstlern wie Sherry Levine, Cindy Sherman oder Troy Brauntuch, die sich mit visuell gegebenen, mit bekannten Bildwelten, mit visuellen Klischees, gebräuchlichen Bildrhetoriken und massenkommunizierten historischen Ereignissen auseinandersetzt, nicht um der visuellen Massenkultur die Kunst als ihr anderes entgegenzusetzen, sondern um diese Kultur durch künstlerische Interventionen einer distanzierten Reflexion zuzuführen. So schrieb Douglas Crimp über die künstlerischen Verfahren der Pictures Generation, dass sie nicht zuletzt darauf zielen, uns in eine Distanz zu den Kontexten zu setzen, die die Bilder ursprünglich hervorgebracht haben. Dies sollte jedoch nicht als eine Distanz der Indifferenz diesen Kontexten gegenüber missverstanden werden. Vielmehr handelt es sich hier im Gegenteil um eine Distanz, die uns dazu provoziert, uns diese Kontexte reflexiv zu vergegenwärtigen. Im Fall von Warhol wären dies etwa das Starsystem Hollywoods sowie die Sensationsmaschinerie der Massenmedien. Wie bei den späteren Pictures-Künstlerinnen auch wird dieser Effekt von Warhol durch ein Verfahren erreicht, das den Schluss von der Repräsentation auf die repräsentierte Wirklichkeit gerade durchkreuzt. Die Bilder werden bei Warhol eigentümlich opak und treten in ihrer dinghaften, semantisch nicht auflösbaren Materialität hervor, um sich so allererst einer Deutung anzubieten, die dort ansetzt, wo die Selbstverständlichkeit der massenkulturellen Bild- und Bedeutungswelten aufhört. Das Flimmern von Warhols Siebdrucken ist also zuallererst ein Produkt jener ästhetischen Bewegung oder Dynamik, die dort beginnt, wo die gewöhnliche Lesbarkeit ihrer Motive durchkreuzt wird. Insofern Warhol dies aber durch kleine Unregelmäßigkeiten, also, wenn man so will, durch gesetzte Bildstörungen erreicht, kann es nicht verwundern, dass Warhol eben diese Möglichkeit auch in der neuen Videotechnologie gezielt aufsuchte. Das für Outer und Inner Space verwendete Videomaterial wurde von Warhol in verschiedener Hinsicht so manipuliert, dass sich Edies, übrigens durch die Lichtgebung ohnehin sehr flächig wirkendes Profil, immer mal wieder mit sich selbst überlagert, in abstrakte Moiré-Strukturen überführt wird oder aber so verzerrt erscheint, dass sich nahezu ganz aufzulösen scheint. Die Experimente mit der Desintegration des Motivs in die Flächigkeit des Screenbildes erinnern darin deutlich an Warhols Siebdruckexperimente auf der Fläche der Leinwand. Zugleich aber ist Outer and Inner Space klarerweise auch, wie besonders Kelly Angel betont hat, eine Arbeit über den Kontrast zweier technischer Medien und der mit ihnen verbundenen und bei Warhol als sehr unterschiedlich vorgestellten repräsentativen Ordnung, der des Films und der des Videos. Das eine, das elektronische Bild, erscheint flächig, das Gesicht bleibt relativ abstrakt, ja geradezu ausdruckslos, vergleicht man es mit dem filmischen Bild der vor ihr eigenes Videoprofil gesetzten Edie. Und ein solches vergleichendes Sehen wird natürlich provoziert in dieser Anordnung. Und das filmische Bild registriert sozusagen jede noch so kleine Regung in Edies Gesicht. Und es scheint eben auch überhaupt weniger bildhaft, denn räumlich. Es mag zunächst deshalb naheliegen, den Titel der Arbeit Outer and Inner Space auf diese mediale Konstellation zu beziehen. Aber natürlich verkehren sich die Zuordnungen zwischen Außen und Innen beständig, wenn man einmal damit anfängt. Wenn das Videobild aufgrund seiner Flächigkeit und relativen Abstraktheit das äußerliche Bild vorstellen soll, das bloß den Hintergrund abgibt für das Innen des eigentlichen, des filmischen ID-Porträts, so erscheint es doch zugleich als ein gerahmter, in sich geschlossener Raum der Repräsentation, der in eine ihm selbst äußerliche Umgebung, den filmischen Außenraum, hineingestellt wurde. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass die Einstellungsgröße in Outer and Inner Space keineswegs konstant bleibt. Weshalb man den Titel des Films auch schlicht, wie Douglas Crimp in einem Text über die Räume in Warhols Filmen überlegt, auf die Aktion der Filmkamera beziehen könnte, die in der ersten Rolle mit dem Doppel-Close-Up beginnt und gegen Ende auf eine Halbtotale zurückzieht, während die zweite Rolle mit der Halbtotale beginnt und dann mit dem Doppel-Close-Up endet. Zoom out and in again. Weiterhin ist es natürlich signifikant, dass Warhol uns in den Halbtotalen
das Set bzw. den tatsächlichen Raum zeigt, in dem Edie vor einem Fernsehmonitor sitzt, um uns so einen Einblick in die Konstruktion des Doppel-Close-Ups zu geben, die wir auf der je anderen Seite der Projektion sehen. Freilich lässt er jenen Raum über weite Strecken des Films verschwinden, um beide Filmbildern mit dem Nebeneinander aus Videoprofil und filmischer Dreiviertelansicht von Edies Gesicht zu füllen, wodurch sich eben die serielle Struktur ergibt, die Outer and Inner Space formal an die Siebdrucke annähert. Dass die Auflösung dieser Konstruktion durch die Halbtotalen dennoch ein wichtiges dramaturgisches Element dieser Arbeit ist, lässt die weitere Deutung zu, dass es auch darum geht, den Outer Space des dokumentarischen Realraums, das Making-of, wenn man so will, mit dem Inner Space der filmischen Bildkonstruktion zu konfrontieren. Ganz am Schluss, am Ende der zweiten Rolle, taucht überraschend aber noch eine weitere Innen-Außen-Relation auf, die zwischen der Warholschen Versuchsanordnung und der kulturindustriellen Realität, die die Fernsehbilder normalerweise bestimmt und als Kontext für Warhols Bildproduktion stets mitgedacht werden muss. Das Video wird abgeschaltet, aber der Fernseher läuft noch einen Moment weiter und in dem flimmernden Rauschen erscheinen hinter Edie undeutlich Figuren, die nichts mehr mit ihr und der Factory zu tun haben. Eine Frau und allen Ernstes der Umriss eines Cowboys wird sichtbar. Es sind Gespenster Hollywoods. Vielleicht erkennen Sie auf meinem krumpligen Bild schon den Hut zumindest. Aber achten Sie mal drauf, am Ende der Rolle auf der rechten Seite. Neben all diesen möglichen, eher formalen Interpretationen des Titels drängt sich freilich noch eine ganz andere auf. Outer and Inner Space ist kein rein formales Experiment, sondern wie die meisten von Warhols Filmen auch ein Experiment am Menschen. Und in diesem Kontext muss man das Wort Screen, das uns zunächst auf den formalen Verweisungszusammenhang von Film, Siebdruck und Fernsehen geführt hatte, in seiner Verbform hören. To screen, das heißt auch projizieren. Outer and Inner Space handelt nicht zuletzt von dem Verhältnis zwischen Edie und den Bildern, die sie von sich und die andere auf sie projiziert haben und von der Differenz zwischen beiden. Das bezeichnenderweise Liebe, in Klammern beste Jahre, überschriebene Kapitel aus Die Philosophie von Andy Warhol von A bis B und zurück, widmet Warhol dem Rückblick auf Aufstieg und Fall seines, wie er selbst sagt, Lieblingsgirls der 60er Jahre, Edie. Oder wie Warhol sie hier nennt, Taxi. Taxi war, so Warhol, ich zitiere, chaotisch, wunderschön, hatte von nichts eine Ahnung und war von zu Hause fortgelaufen, direkt nach New York, und sie hatte etwas so bestechend Hilfloses an sich, dass man ins Träumen kommen konnte. Taxi war alles, was man von ihr wollte, egal ob ein kleines Mädchen, eine Frau, ob intelligent, stumm, reich oder arm, einfach alles. Sie war ein wunderbares, wunderschönes, unbeschriebenes Blatt. Zitat Ende. Sie war, wie wir auch sagen könnten, ein Screen, eine Projektionsfläche. Dennoch interessiert Warhol an Edie aber etwas anderes fast noch mehr. Ich hatte, berichtet er nämlich weiter, auf den ersten Blick gesehen, dass Taxi mehr Probleme hatte als irgendein anderer von meinen Bekannten. So wunderschön und doch so krank. Sie hatte mich wirklich neugierig gemacht. Zitat Ende. Tatsächlich erzählen alle Sedgwick-Biografien von ihrer familiär vorbelasteten psychischen Labilität, die sie auch in der New Yorker Zeit noch für Verletzungen anfällig gemacht hat und natürlich auch für die Drogen, an denen sie schließlich 1971 im Alter von nur 28 Jahren zugrunde ging. Man kann viel über die menschliche Qualität von Warhols Neugier für eine solche Fragilität spekulieren. Mich interessiert hier indes die Frage, was diese Neugier mit Warhols filmischen Produktionen zu tun hat. Viele von Warhols Filmen beinhalten Momente, in die die Performance für die Kamera den Spielcharakter verliert, weil die Darsteller, die sich hier jeweils zeigen, so provoziert werden, dass die ohnehin in Warhols Film minimierte Differenz zwischen Darstellung und Sein ganz zu kollabieren scheint, sodass die Performance jedes Spiel, jede Fiktion, jede Pose verliert und der Film zumindest für einen kurzen Moment eine echte Verletzung dokumentiert. Ein eindrückliches Beispiel für einen solchen Moment liefert Beauty No. 2, der grob gesagt eine Dreieckssituation zum Thema hat, in der Edie Sedgwick einerseits auf die körperlichen Annäherungen eines Gespielen reagiert, der sich mit ihr im Bett befindet, andererseits aber okkupiert wird von immer persönlicher werdenden Fragen, die ein weiterer Mann, Chuck Wayne, tatsächlich ein enger Freund von Sedgwick damals, aus dem Off an sie richtet.
Douglas Crimm beschreibt den Moment, um den es mir geht, wie folgt. Zitat Crimm. Chuck Vine, der Edie Sedgwick über die ganze Länge von Beauty No. 2 zu quälen versucht, ihren brillanten Widerworten aber nicht gewachsen ist, berührt plötzlich den blanken Nerv ihrer Beziehung zu ihrem Vater. Es ist nicht nur der Ausdruck von Ungläubigkeit, der ihr im Gesicht steht. Das habe ich gar nicht weitergemacht. Das ist ein Bild von Beauty No. 2. Und es ist auch ein Moment, wo sie so hochkommt und es nicht fassen kann, was da von, aus dem Off an sie gerichtet wird. Es ist nicht nur ein Moment der Ungläubigkeit, der ihr im Gesicht steht. Es ist einer des Verratenwordenseins. Ein Ausdruck, der zugleich zu sagen scheint, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt, und zu flehen scheint, wie konntest du das nur sagen? Wie konntest du unsere Vertrautheit gegen mich wenden? Würdest du das wirklich für einen Film tun? Ich dachte, wir würden hier bloß schauspielern. Zitat Ende Crimp. Nun, Warhol war zweifellos an Momenten interessiert, in denen die Reste der Schauspielerei oder Performance sich auflösen, um stattdessen eine Dimension der mit Warhol gesprochenen Realness hervorbrechen zu lassen. Allerdings richtet sich sein Interesse dabei offenkundig nicht darauf, eine Wahrheit ans Licht zu bringen, etwa im Sinne einer Parteinahme für den psychischen Innenraum gegen den Außenraum der Performance. Vielmehr scheint sich das Interesse auf das der Möglichkeit dieses Umschlags selbst zu richten. Es geht darum, dass die Performance ins Leben, die Fiktion in Wirklichkeit, das Spiel in Ernst umschlagen kann, ohne, und das ist ebenfalls wichtig, dass jedoch damit die Performance, das Spiel, die Fiktion einfach beendet werden. Die Übergänge von einem Modus in den anderen sind gleitend und das gilt in beide Richtungen. Eine Faszination fürs Flimmern, würde ich sagen, auch hier. Bei Outer und Inner Space liegen die Dinge noch einmal etwas anders und wiederum spielt das neue Medium Video dabei eine wichtige Rolle. Die Versuchsanordnung ist zwar hier auch so, dass Edie mit jemandem im Off spricht, aber das ist nicht die Richtung, aus der die Irritation in diesem Fall kommt. Sie wirkt latenter von hinten, nämlich von der, wie Kelly Angel schreibt, unheimlichen Präsenz ihrer eigenen Videoaufnahme, von der sie zusehends genervter ist. Das Spektakel des Unbehagens, das sich vor unseren Augen entfaltet, ist nicht das einer Konfrontation mit einer Provokation aus dem Off des Bildes, seinem Außen, sondern im Gegenteil das Unbehagen an der Situation, mit dem eigenen Bild im Bild eingeschlossen zu werden und, wie wir auch noch sehen werden, außerdem mit der Reproduktion der eigenen Stimme im Raum. Damit, also mit der selbst noch einmal aufgezeichneten Konfrontation eines Subjekts mit seiner eigenen Aufzeichnung, greift Outer and Inner Space bereits auf das Thema des Feedbacks zwischen Aufnahme und Wiedergabe vor, das für die Videokunst seit den 70er Jahren ein wichtiges Thema werden sollte. Das macht Outer and Inner Space auch, wie Jim Hoberman formuliert, zu einem Stück Videokunst avant la lettre. Outer and Inner Space, so noch einmal Kelly Angel, kreiere so etwas wie einen klassischen Hintergrund für die Videokunst, von dem diese selbst lange nichts wusste. Zitat Ende. Tatsächlich ist das Thema des Videofeedbacks in der Videokunst der 1970er Jahre ebenfalls vor allem im Blick auf Fragen des Verhältnisses von Subjekt und Bild, technologischer Aufzeichnung und selbst durchdekliniert worden. Angesichts einer ganzen Schwemme von Arbeiten, in denen es um das Feedback-Verhältnis zwischen Künstlerpersönlichkeit und Videobild ging, stellt Rosalind Krauss 1976 die Frage, ob nicht in gewisser Weise der Narzissmus als das eigentliche Medium der neueren Videokunst verstanden werden müsse. Narzissmus bezeichnet bekanntermaßen keine Selbstliebe, kein freies Selbstverhältnis, sondern vielmehr ein unfreies Gefangensein im eigenen Selbst, das mit einem Verlust der Welt und einer Trennung von der eigenen Geschichte einhergeht. Selbstgegenwart als Albtraum also, als das Gegenteil von Selbstgegenwärtigkeit oder Vergegenwärtigung. Es ist Krauss' These, dass die meisten Videoarbeiten der 70er Jahre auf diese psychologische Situation bezogen werden können. Aber wiewohl der Ton von Krauss' Text über weite Strecken nahelegt, seine These so zu verstehen, dass der Narzissmus alle Videokunst grundiert, also in sich hineinwirkt, als sei er etwas wie ihr Medium, muss man doch sagen, dass der Text über weite Strecken etwas anderes tut, als was er vorderhand sagt. Narzissmus, so zeigen Rosalind Krauss' eigene Beispiele, ist nicht das Medium der Videokunst, wie sie etwas irreführend formuliert, er ist ihr Gegenstand. Das heißt, er wird nicht einfach bestätigt, sondern exponiert, ausgestellt, in seiner Logik einsichtig.
Eines dieser Beispiele ist Richard Serras Videoarbeit Boomerang von 1974, in der Nancy Holt in einen Feedback mit sich selbst geschickt wird. Indem Holt die eigenen Sätze leicht verzögert zurückgegeben werden, zerfällt ihr die Sprache. Indem sie sich selbst zur Umwelt wird, verliert sie sich. Dennoch durchbricht Holt das elektronisch generierte narzisstische Setting dadurch, dass sie beschreibt, was mit ihr geschieht. Sie bleibt also gewissermaßen Korrespondentin einer Außenwelt in der Innenwelt. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem 10-minütigen Band von Richard Serra. Eine andere von Kraus genannte künstlerische Strategie, die die Feedback-Schlaufen unterläuft, in die das Subjekt videotechnisch geschickt werden kann, ist die Manipulation des Videomaterials selbst. Sie führt in dem Maße aus dem narzisstischen Setting heraus, wie sie das Bild des eigenen Selbst dekomponiert und an die physische Verfasstheit des neuen Mediums selbst verweist. Der narzisstische Kurzschluss zwischen Selbst und Bild wird dann gestört, wenn das Bild in seiner Materialität hervor und das heißt auch als Objekt dem Subjekt entgegentritt. In Outer and Inner Space gibt es, wie wir vorhin gesehen haben, auch diesen Moment der videotechnischen Bildmanipulation. Jedoch ist das Setting hier ja so, dass das Videobild hinter ihr abläuft, während diese in die Richtung der Kamera blickt, normalerweise. Wenn ich das richtig erinnere, wir können das ja gleich mal gemeinsam überprüfen, gibt es nur 2 bis 3 Kurzmomente, wovon Sie jetzt gerade einen sehen, in dem Edie sich zum Fernsehmonitor dreht und ihr eigenes Bild betrachtet. Oder kurz mal so einen Blick drauf, Betrachtung kann man eigentlich gar nicht sagen. Es ist bezeichnenderweise ein Moment hier, indem ihr Bild durch abstrakte Moiré-Strukturen verfremdet wird und noch geisterhafter aussieht, als das etwas überbelichtete Videobild auch im nicht manipulierten Zustand ohnehin schon aussieht. Doch bleibt der Blick auf die eigene mediale Phantomexistenz kurz. Die eigentliche Konfrontation von Edie mit ihrer medialen Spur erfolgt indes nicht auf der visuellen, sondern auf der akustischen Ebene. Outer and Inner Space, Sie haben es eben schon gehört, hat Ton. Und zwar aus 2 Quellen. Es gibt den Ton der Videoaufzeichnung und den der Filmaufnahme. Die vor einem Videobild platzierte Sedgwick, die offenbar mit jemandem hinter der Kamera redet, wird immer wieder abgelenkt durch ihre eigene Stimme, die sie aus dem Monitor hinter sich vernimmt. Und zuweilen reagiert sie auch inhaltlich auf dieses Dokument ihrer selbst. Es gibt eine Transkription dessen, was Edie sagt, sortiert nach dem, was sie im Video sagt und dem, was sie während der Aufnahme der 2 Filmrollen sagt, aus denen Outer and Inner Space sich zusammensetzt. Liest man sich die Transkription durch, so stößt man übrigens auf eine weitere Möglichkeit, den Titel zu interpretieren. Nach ca. 20 Minuten der ersten Rolle meint Edie ein Flugzeug zu hören. Outside, a real one. Kurz darauf aber ist sie sich nicht mehr sicher, ob sie sich das nur eingebildet hat. Outer and Inner Space könnte sich dann auf das Verhältnis von Realraum und Raum der Imagination ebenso beziehen wie auf das von konkretem Außenraum und verdunkeltem Innenraum der Factory. Dass sich Edie in der konkreten Situation jedoch nicht sicher ist, ob sie das Flugzeug tatsächlich gehört hat, ist aber sicher nicht allein Edies Imagination oder ihrem 1965 schon legendären Amphetaminkonsum zuzuordnen. Schließlich ist sie in eine Situation gebracht, in der sie beständig mit der Aufnahme ihrer eigenen Stimme konfrontiert ist. Die visuellen Verfremdungen ihres Gesichts im Videobild sind schon creepy, wie sie sagt, creepy genug, aber die Wiedergabe ihrer eigenen Stimme ist definitiv zu viel. Hier sind ein paar Zitate aus dieser Transkription. Lights, camera, I get absolutely abstracted. I find the voice very disturbing, sagt sie. Tatsächlich ist die Entfremdung zwischen Edie und der Aufnahme ihrer eigenen Stimme maximal, wobei sich die Distanz nicht nur auf die Stimme selbst, sondern auch auf das bezieht, was sie sagt. It sounds like a lot of bullshit. It does. You don't think so? Fragt sie gleich am Anfang. Und dann, it makes me so nervous to have to listen to it. I never dreamt I was so pathetic. Tatsächlich war Edies Eindruck, in den Produktionen von Warhol generell eine lächerliche, erbärmliche Person dazustehen, als eine solche Person dazustehen, wenig später der Grund für einen großen Streit mit Warhol, der Anfang vom Ende ihrer Zusammenarbeit sein sollte.
Anders als Edie interessiert sich Warhol jedoch nicht wirklich dafür, was sie inhaltlich sagt. Und das weiß auch Edie natürlich irgendwie. I have absolutely not one thing to say, sagt sie genervt. Whose idea is it anyway? Oh, it's experimental. I mustn't forget that. Die Zuschauer von Outer Inner Space müssen sich indes an diesen Umstand kaum erinnern. An das Experimentelle. Denn aufgrund der Doppelprojektion haben sie es nicht nur mit zwei, teilweise sich überlagernden Stimmen, sondern mit vieren zu tun. Man mag sich zu Beginn noch anstrengen zu verstehen, was Edie eigentlich jeweils sagt, aber man gibt relativ schnell auf. Warhol hat sein Material de facto so arrangiert, dass es uns praktisch unmöglich wird, zu hören, was Edie sagt, während wir zugleich doch hören, dass sie etwas sagt. Wir hören das Kochen ihrer Stimme, aber nicht ihre Rede. Man könnte meinen, Warhol verlängere damit im avantgardistischen Experimentalfilm bloß jene, laut Kaja Silverman, das klassische Hollywood-Kino bestimmte Unterminierung der Intelligibilität und Autorität der weiblichen Rede. In ihrem Buch The Acoustic Mirror argumentiert Silverman, dass diese Unterminierung der weiblichen Rede damit zu tun habe, dass man die weibliche Stimme mit Innerlichkeit assoziiert und mit der Unmittelbarkeit der Körper statt mit der Transzendenz des Geistes. Jedoch ging ein solcher Einwand an der Spezifik von Warhols Experiment vorbei. Denn zwar wertet Outer and Inner Space das Was des Gesagten ab, aber nicht um die Stimme der Unmittelbarkeit des Körpers zuzuweisen, sondern im Gegenteil, um uns mit einer spezifischen Bedingung einer durch das Televisuelle geprägten Zeit zu konfrontieren, einer Bedingung, in der die lebendige Rede einerseits in einem zuvor unbekannten Ausmaß eingefangen werden kann, um im selben Zug aber eine zeitliche Differenz einzuführen, die das Leben an den Tod aussetzt. Während wir jetzt und hier im Scheinwerferlicht und vor der Kamera dem Echo unserer eigenen Stimme lauschen, wissen wir, sagt Jacques Derrida in einem Gespräch mit Bernard Stiegler, dass dieser Live-Moment von den Maschinen eingefangen werden kann. Ja, dass er bereits von ihnen eingefangen ist, um ihn möglicherweise zu transportieren und Gott weiß wann und wo zu zeigen. Das zu wissen bedeutet aber auch zu wissen, dass der Tod hier ist. That death is here. Zitat Ende Derrida. Von der videotechnischen Feedback-Situation, in der Nancy Holt sich mit ihrer eigenen Stimme konfrontiert sieht, unterscheidet sich Edies Situation dadurch, dass die erste Aufnahme zeitlich weiter zurückliegt. Edie Sedgwick ist nicht, wie Nancy Holt, gefangen in der elektronisch verstärkten und verzerrten Gegenwart des eigenen Selbst, in der dessen historische Zeit verschwindet. Sie ist vielmehr konfrontiert mit einer früheren Variante ihrer Selbst, mit der sie hier konkurriert. Lebendige Gegenwart des bereits Vergangenen. Der Gegenstand der Konfrontation mit der eigenen Aufnahme ist in diesem Fall nicht das Problem des Narzissmus, sondern das Problem, dass unter den Bedingungen der neuen Televisuellen in einer Kultur der Obsession mit den Live-Momenten des Lebens eingesetzten Aufzeichnungsmedien das Lebendige zum schon Vergangenen wird und das bereits Vergangene zum Simulacrum der lebendigen Gegenwart. Eine Bedingung der Spektralität, die die Positionen der Medien überspringt, die in Outer und Inner Space miteinander konkurrieren und auch auf uns übergreift. So wie Edie selbst vom Gespenst ihrer eigenen Vergangenheit heimgesucht wird, so greift die Bedingung der Spektralität in unserem Blick auch auf die filmische Edie über. Ein Gespenst aus einer Vergangenheit in Schwarz und Weiß, auch sie. Ich ende jetzt hier und freue mich wie Sie auf die Doppelseance. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag. Und wir machen jetzt 5 Minuten kurze Umbaupause. Das Filmcafé hat auch noch geöffnet. Wir werden durch einen Gong dann auch signalisieren, wenn es weitergeht. Dann nach dem Film gibt es Diskussion und danach noch die Screentests. Das nur als kurzer Hinweis. Bis gleich.